Hey Leute, irgendwie mag ich es nicht, wenn ich den Vlog erst so spät starte, aber es ist jetzt 18.09 Uhr und ich bin jetzt erst nach Hause gekommen und war eben auch von 7:30 bis jetzt unterwegs. Ich war im Office eigentlich den ganzen Tag und ich habe gerade noch ein Paket abgeholt. Bin ich mal sehr gespannt. Es ist relativ schwer. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier ein neuer Vlog wird. Oder ob ich den alten hiermit weiterführe, weil der noch relativ kurz ist. Wenn es ein neuer Vlog ist, welcome to a new video. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ich habe ein Paket von Yepoda zugeschickt bekommen, damit ich die mal testen kann. Und es ist sehr nice, da sind sehr viele verschiedene Sachen drin. Ich habe noch nie so Korean Skincare ausprobiert, aber das ist ja so übel der Hype auf Social Media. Deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt. Und finde das sehr, sehr cool. Eine Maske, auch mal wieder geil. Habe ich auch gar nicht mehr da. Eye Patches, auch sehr geil. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich die Produkte finde. Und ja, ich erkläre euch jetzt mal, was der Plan noch so ist. Es ist jetzt, wie gesagt, kurz nach 6. Und ich mache mir jetzt mein Essen von gestern Abend warm. Ich habe noch so Nudeln mit so einer Brokkoli-Soße. Die mache ich mir jetzt mal warm. Und esse die. Und dann geht's weiter für mich, weil ich gehe aufs Zartmann-Konzert heute Abend mit Toni und Soso. Und ja, da muss ich in, ich glaube, einer Dreiviertelstunde wieder los. Deshalb habe ich jetzt nicht so viel Zeit. Ich muss essen. Ich überlege auch noch, ob ich mein Outfit nochmal wechsle. Ich überlege mir jetzt mal, was ich anziehen möchte. Weil aktuell habe ich das hier an. Ich finde es auch süß. Aber ich habe irgendwie Lust, so eine andere Hose anzuziehen. Deswegen schauen wir mal. Weil die Hose, die ich anziehen will, ziehe ich nicht so gerne an, wenn ich so lange im Office sitze, weil die so relativ eng ist. Und finde ich das immer ein bisschen unbequem. Aber jetzt stehe ich ja nur beim Konzert, deswegen zeigt ihr euch mal. Und zwar ist es diese super süße Low-Rise-Schlaghose. Und eigentlich kann man das doch auch zusammen anziehen, oder? Aber es ist halt bauchfrei. Und Leute, ich kann eigentlich nicht mehr bauchfrei tragen. Ich finde das richtig unangenehm, so kalt und, ach, aber es sieht schon cute aus. Okay, das habe ich jetzt an, die Hose. Ich habe so ein graues Longsleeve einfach und so einen Mini-Schal und meine Pumas. Was ist dein Lieblingssong? Sie kommt nicht aus Berlin. Wie geht der? Oh, sie kommt nicht aus Berlin. Leute, es ist jetzt Dienstag, 10:30 und ich habe gerade gefrühstückt, es war sehr lecker. Ich habe mir so eine Zimtschnecke geholt, weil der Bäcker gegenüber bei mir hat so Zeit für Brot, Zimtschnecken und die waren heute im Angebot und dann dachte ich mir so, geil. Und habe einfach ein bisschen cozy gefrühstückt, meine Haare sehen gerade voll voluminös aus. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ja, heute hatte ich eigentlich ein bisschen anderen Plan für den Tag, weil ich eigentlich noch eine Kampagne shooten muss auf dem Weihnachtsmarkt und ich das heute machen wollte, weil heute ist das Wetter gut und ich habe Zeit dafür. Aber das Paket ist nicht angekommen, deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Und deswegen muss ich jetzt auch irgendwie ein bisschen so einfach zu Hause sitzen und warten, bis das Paket ankommt und hoffen, dass es heute ankommt. Weil morgen habe ich nicht so viel Zeit und am Donnerstag fahre ich schon in die Heimat und ich muss es vorher machen. Deswegen, ich hoffe sehr, dass es noch ankommt. Und ja, das Konzert gestern war richtig süß. Also es war echt mega nice und hat voll viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich da sein konnte. Heute mache ich jetzt ich mache ein bisschen entspannt auf jeden Fall. Ich muss noch den Adventskalender für meine Eltern packen und das werde ich jetzt gleich auch mal machen, weil ich den mitnehme, wenn ich Donnerstag in die Heimat fahre.
Ich habe das jetzt alles einmal sortiert nach Reihenfolge einfach. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch einpacken. Und ich habe dieses super süße Geschenkpapier geholt mit den passenden Bändern. Und ich mache das jetzt einfach immer abwechselnd. Einmal für Mama, einmal für Papa. Packen. Es ist jetzt 20 nach 12 und es dauert viel länger als gedacht. Und gerade scheint voll schön die Sonne draußen. Das ist wirklich crazy und ich bin so traurig, dass das Paket für die Kooperation nicht ankam, weil heute hätte man echt perfekt shooten können. Okay, ich habe den Adventskalender jetzt tatsächlich fertig geschafft. Sehr stolz. Es wird nur ein bisschen anstrengend, den nach Hause zu transportieren, aber egal. Ich habe jetzt einen kurzen Uni-Call mit meiner Gruppe und danach gehe ich wahrscheinlich jetzt drücken. Ich habe mir jetzt fix einen Joghurt gemacht und das esse ich jetzt und dann gehe ich ins Gym. Und ich glaube, ich fahre mit dem Fahrrad hin, weil das Wetter ist so schön draußen und das muss man ausnutzen. Also ich war jetzt gerade mit Toni einen Kaffee trinken, beziehungsweise wir wollten eigentlich einen Kaffee trinken und dann hat sich herausgestellt, dass wir beide eigentlich gar keinen Bock auf Kaffee haben. Und dann saßen wir einfach nur kurz draußen und haben ein bisschen geredet. Und dann bin ich ins Gym gegangen, habe kurz trainiert. Ich habe wirklich ein sehr, sehr schnelles Training einfach gemacht, weil ich keine Lust hatte, so lang zu brauchen und weil es auch relativ voll geworden ist. Und weil ich jetzt auch noch auf ein Event gehe. Da muss ich so ungefähr in einer halben Stunde los. Ich mache mich gerade ready dafür. Ich habe noch so Kartoffeln mir gerade in den Ofen gemacht und gesnackt, damit ich schon mal ein bisschen was gegessen habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da jetzt auch gleich Essen geben wird. Ich bin mal gespannt auf das Event. Das ist so ein Weihnachtsmarkt-mäßig. Okay, ich bin jetzt im Bus. Es ist 18:20. Morning Friends, es ist Mittwoch, 9.35 Uhr und ich muss gleich los, weil ich jetzt ins Office. Ich habe um 10.30 Uhr ein Meeting und da bin ich dann für im Office. Ist zwar ein bisschen unnötig, weil mein Team ist im Homeoffice, aber Toni kommt heute, deswegen dachte ich, gehe ich auch hin. Ich habe gestern Abend nach dem Event nicht mehr gefilmt. Das Event war richtig süß. Es war wie so ein kleiner cozy Weihnachtsmarkt. Ihr habt ja ein bisschen gesehen. Es waren auch echt viele Freunde von mir da. Ich habe aber beim Anziehen so krass meine Wohnung zerstört, weil ich ja eine kleine Outfit-Krise hatte. Und das ist ein bisschen dumm. Aber ich muss mich jetzt auch nochmal anziehen und dann eigentlich direkt auch schon los. Ich muss in spätestens 10 Minuten los und ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich habe mir zwei Sachen vom Bäcker schon geholt. Ja, eigentlich wollte ich noch ein Müsli essen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich ziehe mich jetzt mal an und dann geht's ins Office. Ich habe heute dann auch noch Uni, spät. Wir haben heute so einen Gastvortrag, der fängt um 17 Uhr an. Und dann fahre ich von der Arbeit aus wahrscheinlich zur Uni. Oder ich gehe vorher wahrscheinlich noch mit Toni Kaffee trinken oder so, mal gucken. Und dann habe ich bis 20.45 Uhr Uni. Good morning, Leute. Es ist jetzt Donnerstag und ich habe gestern, glaube ich, echt kaum gefilmt, weil ich muss sagen, ich hatte gestern so einen schlechten Tag. Also wirklich, irgendwie ist alles schief gelaufen und hat mich richtig genervt und ich hatte wirklich einen richtig anstrengenden, nervigen Tag und ich bin gestern wirklich aus der Uni gekommen, habe mich einfach ins Bett gelegt und habe geheult, weil ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich so fertig mit
allem. Und ja, jetzt ist es 8.30 Uhr gleich. Es ist jetzt ein neuer Tag. Wir haben eine neue Chance, einen guten Tag zu haben. Und heute sind die Voraussetzungen auch auf jeden Fall schon mal besser. Das Erste, was ich jetzt mache, ist, mein Zimmer aufzuräumen, weil an solchen Tagen wie gestern passiert es einfach, dass alles komplett unordentlich wird. Und ihr wisst, ich und Unordnung, wir sind halt so leider. Und ich versuche die Unordnung jetzt ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und dann will ich ins Gym gehen. Vielleicht mit Toni, ich weiß es noch nicht, ob sie mitkommt, aber sie meinte, dass sie vielleicht mitkommt. Und danach muss ich eine Kampagne shooten. Und danach fahre ich in die Heimat und ich muss noch packen. Deswegen haben wir auf jeden Fall heute einiges vor. Mein Zug geht heute um 15 Uhr. Es ist jetzt, wie gesagt, 8.30 Uhr. Ich wollte um 9.30 Uhr los ins Gym. Das heißt, ich muss jetzt Speed aufräumen, frühstücken, ready machen. Und dann kann ich ins Gym, mache da eine schnelle Session. Und dann muss ich wieder nach Hause, mich schnell ready machen, die Kampagne shooten. Ich habe jetzt aufgeräumt. Mittlerweile ist es auch ein bisschen heller geworden und habe mich in meine Sportsachen geschmissen. Und jetzt geht's gleich los ins Gym. Okay, Friends, ich bin zu Hause. Hört ihr das? Das ist die Baustelle. Das ist jetzt 11.22 Uhr und ich fange jetzt mal an zu packen. Ich höre jetzt nebenbei den Podcast von Anne Will mit Angela Merkel, weil mich Angela Merkel, glaube ich, einfach beruhigt. Ich bin echt ein bisschen gestresst. Ich habe nicht so viel Zeit und ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir die Kooperation einfach doch zu Hause shooten. Aber ich wollte es eigentlich auch nicht mitnehmen. Gerade geklingelt und dieses Paket ist angekommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mal zusammen. Das sind auch noch Zalando-Sachen. Es gibt auf jeden Fall eine kleine Planänderung. Für mich geht es nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, weil es schüttet voll draußen und es würde einfach nichts bringen, das jetzt zu machen. Deswegen habe ich jetzt alle Sachen in meinen großen Koffer gepackt und dann shoote ich die Kooperation zu Hause. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich wollte es eigentlich fertig haben, ganz gerne heute. Aber das war jetzt einfach nicht mehr möglich. Deswegen ist das jetzt so. Und ja, ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg zu Toni, damit wir zusammen abfahren können. Und ja. So, ich fahre jetzt los zu Toni. Ich bin jetzt in Miles